Ein herzerfrischendes Gucku an meine Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich bin Wendy und es geht weiter mit Let's Play GTA San Andreas. Und wir machen wieder eine Mission für Sweet. What's happening with you, Rodden? Respect has to be earned, Sweet. Just like money. So what you saying? You don't respect me? What I'm saying is, speak up, nigga. I'm hungry. Oh, man, shit. Hey, man cannot on? Live on bread alone. I know. I tried that shit. Carl, you look a little thin, man. You gotta be hungry, man. Yeah, man, I could what you eat. Fools trying to eat? That's what wrong. About some tacos? Tacos? Again? Hell no. Nah. Chicken, man. No discussion. Man, I don't want no chicken. Mann, dann geht doch Pizza essen oder Burger. Gibt doch eh so viel Auswahl in Amerika. Warum habt ihr schon alle eine Uzi in der Hand oder eine SMG? Ja, yeah, das ist geile Mucke. Nee, weg damit, ey. We all gotta talk about it. They was going for sweet. How you supposed to know that? You know what people are like. Shit, gleich mal das Auto kaputt gemacht von Sweet. Das Geld gebe ich dir später, aber ich bin ein armer Schlucker. Ich habe nur 450 Dollar. Klackenbell. Can I take your order, please? Carl, what do you want? You gotta eat to keep your strength up, man. Hey, I'll take a number 9, fat boy. Give me a number 9, just like his. Let me get a number 6 with extra dip. I'll have 2 number 9s, a number 9 large, a number 6 with extra dip, a number 7. 2 number 45s, 1 with cheese, and a large soap. Okay. Das war schon mal mit der Vorspeise von Smoke. Hey, sorry, bro. You know I gotta know about mine. I know, CJ, I know. I'm just trying not to think about it, so. I mean, I didn't even know she was hit until it was all over. Yeah, right. Let's eat. Dass das alles in einer Tüte Platz hat, wundert mich jetzt allerdings schon. Aber gut. Hey, don't we got beef around here? You've been getting into it with these fools. I can't stand cold food. Unlike you, I ain't never ate from a trash can. Oh, shit. Trash can bitch. Pass me my food. Hey, look. Kilo Trey scoping us out. Damn, Ryder, you a jinx. Shit, them motherfuckers headed to the hood. Drive-by! Okay. Also, da waren jetzt vorher keine Feinde drin. Und warum habe ich jetzt hier einen Basie ausgerüstet? Ja, hau doch ab, Mann. Ich muss hier wen verfolgen. Und ich frage mich, warum die jetzt umgedreht haben. Sie hätten jetzt auch einfach gleich über die Brücke fahren können und wären bei der Grove Street gewesen. Mann, Smoke, schieß doch auch mal. Es schießen ja nur Ryder und Sweet. Ey, alle fahren in mich rein. Ja, der andere ist am Fressen und wir werden hier voll beschossen. Jetzt schieß doch mal, Jungs. Komm schon. Ja, bleib halt stehen, mitten in der Straße. Meine Güte. Das wird schon wieder so eine knappe Sache, nur weil alle in mich reinfahren müssen. Das ist doch zum Kotzen. Jetzt muss ich hier den mal ein bisschen vom Weg abschneiden. Der darf da nicht durch. Gut, die Karre brennt. Lol, die steigen ja viel zu spät aus. Ja, gut, das war's mit denen. Und Smoke hat natürlich die ganze Zeit nur gegessen und hat kein einziges Mal geschossen. Lol, Ball ist in der Grove Street. Die müssten ja bald down geschossen werden. Ja, spring mir ins Auto. Meine Güte, ey. Wenn der jetzt tot ist. Ja, natürlich ist er tot. Nah, baby. I need to get back to the crib. CJ, give me a ride. All right, Smoke, let's go. See y'all later. Okay, gut, jetzt darf ich auch noch Smoke heimfahren. Warum wohnt der eigentlich nicht in der Grove Street? Tell me why you moved out the Grove. That's amazing.
is a nice place and all. Hey, thanks, Carl. Hey, I miss having you around, baby. Thanks, man. I wish Sweet thought like that. He don't mean it, CJ. He's still real tore up about your moms, man. Here, get yourself a little smoky smoke on smoke and relax, homie. So, wieder $200. Immerhin ein bisschen Geld dafür gekriegt. Ja. Die Karre ist auf jeden Fall Schrott. Da braucht Sweet dann unbedingt eine neue. Wieder Ballers in der Grove Street. Ey, was macht ihr hier eigentlich die ganze Zeit? Aber gut. So. Jetzt kriegen wir noch einen Anruf. Wer ruft denn an? Yeah. Hey, CJ, it's Sweet. Hey, what's up? If you don't respect your body, ain't nobody gonna respect you. You're too skinny, CJ. You need to pack on some muscle. If I wanted nagging, I'd buy a clockwork wife. Just looking out for you, homie. It's all show and respect, you know. Yeah, I guess. There's a gym I go to a couple blocks out from the Grove. Go check it out and get yourself a gangster physique. I'll scope it out. Later, man. Okay. Wenn du deine Kondition verbessern oder dir mehr Muskeln zulegen willst, oder wenn du neue Tricks lernen willst, dann geh ins Fitnessstudio, bla bla bla, begib dich zu dem Handelssymbol auf dem Radar und zieh dir das Fitnesscenter an. Ja, da werden wir auch noch hingehen, da werden wir uns ein bisschen was antrainieren hier, damit das nach was aussieht. So, dann würde ich sagen, mache ich jetzt hier nochmal einen Schnitt. Ich hoffe, euch hat's gefallen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao.